Melissa officinalis, die Melisse oder auch Zitronenmelisse genannt. Der Name Zitronenmelisse rührt daher, dass die Blätter ein ätherisches Öl enthalten, das sehr stark zitronenähnlich duftet. Zitronenmelisse wird sehr gerne als Haushaltstee, als Haustee überhaupt verwendet, aufgrund ihres aromatischen Geruchs und Geschmacks. Sie wirkt aber auch beruhigend, wird also gerne auch als Abendtee verwendet. Und außerdem soll sie noch sehr gesund sein in Form von alkoholischen Extrakten. Ich erinnere an die schöne blaue Packung, wo allerdings der Alkoholgehalt von 78% der Hauptwirkstoff sein durfte in diesem Produkt. Zur Teebereitung sollte man vielleicht noch sagen, dass die Zitronenmelisse sehr häufig und gerne als Frischaufguss verwendet wird. Das heißt, die frischen grünen Blätter werden verwendet für einen erfrischenden Sommertee. Im Prinzip ist es so, dass man Teekräuter aber nicht frisch verwendet, sondern die werden getrocknet. Und zwar deswegen, erstmal werden sie natürlich getrocknet konserviert. Das heißt, die beste, billigste Konservierung ist das Trocknen eines Teekrautes. Und bei der Aufbrühung mit heißem Wasser ist es so, dass die durch die Trocknung geschrumpften Zellen dann aufquellen und das Lösungsmittel besser aufnehmen und die Inhaltsstoffe werden dadurch schneller freigesetzt. Es ist also ein Vorteil, in der Regel mit getrockneten Kräutern zu arbeiten als mit frischen.